Tohle nebyl tak. Ma sopra la pista a Slovenia, sì. C'è una volta che c'è le cose scoppiate in Russia. Il cane è andato a letto flag bianco. Ma c'è la Dann kommt ein Einstieg. Dann würde ich sagen, die anderen sollen dann zurückgehen und können sich dann schon hinsetzen. Wer mit hinaufgeht. Okay. Gremo, gremo. Okay, gehen wir los. Ja, ja. Und dann rechts hinauf geht das Mülltal. Wir sehen auch, mal schauen, ob es klar genug ist. Geh Mülltal. Das ist ein Schichtchen. Dauert circa 20 Minuten. Es zahlt sich aus, weil es einfach ein sehr schöner Rundblick von oben ist. Noch um einiges schöner als von hier. Es geht aber etwas steil hinauf. Wer nicht hinaufgehen will, soll vielleicht langsam wieder hineinspazieren zur Hütte und wir treffen uns dann bei der Lammersdorfer Hütte. Ja, wenn wir jetzt raufgehen. Siamo andati! Coste se... Coste, eh? Provate!
hat eine weiße Spitze. Da waren wir eh nicht so schlecht. Maus, da muss ich nicht so viel. Ви на барки, а? Грає, грає. Чекай, ще деякі прошу. Ich will nur ganz kurz vielleicht hier zur Umgebung etwas sagen, weil man doch einen schönen Rundblick hat. Also direkt unter uns der Milstädter See. Mit dem Hauptort Milstadt hier, diese Halbinsel. Da vorne am Ende des Sees Seeboden. Und auf der anderen Seite des Sees über den Waldrücken, das ist Spital. Unsere Bezirkshauptstadt. Wir haben ja auch im Bezirksspital haben wir die Hälfte der Almen in Kärnten. Polovico Planšarije Avstrijske Koroške. Wir haben insgesamt 2000 Almen und ca. 1000 sind im Bezirksspital. 2000 Planšarije imamo na Avstrijskem Koroškem in približno 1000 jih je v kraju Spital. Wenn man vom Spital weiter hinauf schaut, das Drautal. Če pogledate od Spitala desno gor naprej po Dravski dolini, geht es geradeaus weiter ins Mölltal. Naravnost naprej vodi v dolino Mölltal. Und wenn man ganz genau schaut, sieht man so rechts unter den Wolken eine weiße Spitze. Če natančno pogledate, boste videli desno pod oblaki. Das ist der höchste Berg von Kärnten oder Österreich. To je najvišja gora Avstrijske Koroške in Austrije. Großglockner ali Veliki Kleg. 3797 Meter. Das ist ein Sneg. 3797 Meter. Ne tam, ne tam, ne tam, ravno. Tule, po dolini naravnost, pa bolj malo desno. Mölltal ist da desno runo naravnost. Naravnost. Links geht das Drautal weiter, der Drau macht so eine S-Kurve und geht dann weiter nach Lienz, Osttirol. Levo noter, Drava nadi ovinek, v bistvu v S-u, levo, ko pa desno, proti vzhodni Tirolski, Lienzu. Und hier zwischen den Bergen rechts geht es weiter in das Liesertal. In tukaj med gorami desno se nadaljuje dalje v dolino Liesertal. Wo die Tauernautobahn dann Richtung Salzburg und Deutschland geht. In sicer gre autocesta, Tauernautobahn, smeri Salzburga in Nemčije. Die Berge hier, die nicht weiß sind, das ist die Reisek-Gruppe. Te gore tukaj spredaj, ki niso bele, to je skupina Reisek. Dahinter sind dann die hohen Tauern. Pogorje, od zadaj so hohe Tauern, visoke Ture. Wobei man hier ganz markant die Hochalmspitze sieht. In tukaj zelo lepo vidite Hochalmspitze. Mit ca. 3300 Metern. To belo, ko je sneg, približno 3300 Metrov višine. Dann in diesen Einschnitt zurück sieht man in das Maltatal. Tukaj za sedlom vidite v dolinu Maltatal. Hier ist dann der höchste Punkt unserer Alm, der Lammersdorfer Alm, auf 2100 Meter. 2,1. Najvišja točka naše planšarije, 2100 Metrov visoko. Da hätten wir etwas mehr Zeit gebraucht, wenn wir da hinauf gegangen wären. Hier geht aber auch dieser Themenwanderweg hinauf. Tukaj gor pa se vzpenja tudi ta tematska pohodniška pot. Und da hat sich in den letzten Jahren eigentlich sehr viel getan. In zadnjih letih se je tukaj zelo veliko uredilo. Es sind im Tourismus momentan Weitwanderwege sehr in
und sehr, liegen sehr im Trend. Trenutno so turizmo pohodniške, daljše pohodniške poti, po Touren zelo moderne. Es gibt zum Beispiel den Millstätter See Höhensteig. In sicer obstaja recimo visokogorska pot Millstätter See, Millstättsko jezero. Das sind 8 Stationen rund um den Millstätter See. In sicer zajema 8 postaj okrog Millstättskega jezera. Und da ist auch eine Station oben bei uns auf der Alm, das Granattor. Ena od teh postaj je tudi tule gor na naši planšariji, torej ta granatna vrata se to imenuje. Wir haben hier auf der Lammersdorf Alm Granatrufe. Genau, das größte Granatrufe kommen in Mitteleuropas. Mi imamo največje nahajališče granata v Srednji Evropi. Wenn man da hinauf geht, da liegen die Granatsteine zu Millionen am Weg herum. Če greš tule gor, v bistvu najdeš granatne kamne na milijone. So rote Halbedelsteine, ja? Die man schleifen lassen kann. Bis in großen Steinen eingeschlossen, die kann man dann rausmeißen. Großglockner ist links, das ist nur etwas diesig. Unter dem Wolken sieht man das auch. Sie müssen auf der Panoramatafel schauen, da ist eingezeichnet. Und dann schauen Sie dann in die richtige Richtung. Groß-Venediger ist dann so, gerade, ja genau. Wenn wir uns jetzt da herum, ja, schauen wir schnell die Runde fertig, wenn wir uns hier herumdrehen. Es geht hinten noch ein Stück hinunter. Aber der höchste Punkt. Hier haben wir dann die Lokberge. Das sind eigenschaftlich sehr interessante Berge. Hvala. Weil sie bis ganz oben hin begrünt sind. Ker je čisto do vrha vse zeleno. Und die Tiere bis ganz hinaufgehen. In živina lahko kleči zgor na vrh. Hier der runde Berg, das ist der höchste der Nockberge, das ist der Rosenhof. Ta okrogla kopasta gora, to je najvišja gora v Nockbergi, v tem pogorju Rosenhof. Rosenhof, Wirtnitschnee. 2400 Meter. 2400 Meter. Und das war ursprünglich ein Nationalpark. Der wurde vor einigen Monaten in einen Biosphärenpark umgewandelt. Pred nekaj meseci pa so vas spremenili v biosferski park. Hier sind die Idee dahinter war das, dass mehr Bewirtschaftung erlaubt ist. Weil eben die Almwirtschaft eine große Rolle spielt und in einem Biosphärenpark darf mehr Bewirtschaftung erfolgen als in einem Nationalpark. Es gibt aber trotzdem auch jetzt noch sehr viele Diskussionen zwischen Grundbesitzern und. Hier sehen wir einige Bergbauern, die sind auf ca. 1400 Meter Seehöhe. Tukaj vidite nekaj gorskih kmetij na 1400 metrov približno na nadmorski. Hier sieht man auch sehr schön, wie trocken es momentan ist. In tukaj lepo vidimo tudi, kako je trenutno suho. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal mit so einer großen Trockenheit zu kämpfen hatten. Ja se ne spominjam, da bi za mojem času bilo kadarkoli tako suho kot je zdaj. Sehen, da ist der zweite Schnitt, würde normalerweise jetzt anstehen und es ist aber nicht vorhanden. Ali kosito tavo, pa dejansko nimaš nič. Der ist praktisch komplett ausgefallen. Praktično je otava kompletno izpadla. Hier, dieses Tal seid ihr heraufgefahren. Po tej dolini ste se vi pripeljali gor. Das ist von Villach über Radentein. To je iz Beljaka preko Radentein. Radentein je tudi spredaj.
Links sehen wir das Skigebiet von Bad Kleinkirchheim. Levo vidite das Smučišče Bad Kleinkirchheim. Und zwar links hier St. Oswald und etwas rechts die Kaiserburg, wo eben Levo, auch St. Oswald, malo desno Kaiserburg. Wo auch schon Weltcuprennen und da im Hintergrund die letzte Kuppe, das ist die Gerlitzen. In zadnje kopa strip tu zada je Gerlitzen. Ja, dann hier der Mirnok. Was für Nok? Mirnok. Tukaj desno je Mirnok. Und hier im Hintergrund sieht man dann eben bis Slowenien. In tule v zadnju dol se vidi do Slovenije. Die Julischen Alpen. Julijske Alpe. Links vom Dobrač, wo der Fernsehsender ist. Levo, tam ko je televizijska antena, je Dobrač, levo od tam. Zum Beispiel eben den Triglav. Se vidi Triglav, recimo. Und rechts eben dann eben in Italien. In desno v Italijo. Mangart. Mangart, also sind eh da auch beschrieben, die Berge da. Tule na table, lahko pogledate, planine. Und hier ist dann noch das Drautal, das ist ein landwirtschaftlich sehr intensives Gebiet. Od zade tle vidite še Drausko dolino, ki je zelo intenzivna, kar se tiče kmetijstva. Zwischen Spital und Villach. Med Spitalom in Veljakom. Gibt es vor allem sehr viele gute Rinderzuchtbetriebe. Tukaj so predvsem zelo dobre kmetije, ki se ukvarjajo z rejo govedi. Simmental und Holstein-Friesien. Simmental, Holstein-Friesien. Und hier im Hintergrund, ganz hinten, sieht man aufs Nassfeld, also die Grenze dann auch zu Italien. Tukaj čisto da je se vidijo mokrine, Nassfeld in sicer na meji z Italijo. Ja, tu je center sveta. Kaj ga prašimo? Iz Bavarske so prišli, da so naredili ta samostan. Bo je še tako tukaj bil za benediktince in v eno koncu je bil pa za benediktinke. Bo tako to prišli. Kljub temu smo tukaj malo. Potem je bila pa tukaj nevarila Turkov. Vem, kako je bilo v Sloveniji, tukaj na Koroško so samo petkrat prišli. Ampak vse, tukaj so se tudi pripravljali na to in cesar Frederik III. Je prosil cesarja, če sme ustanoviti red svetega Jurija, ki mora vrečko za obljube narediti, ampak ne za pokorščino, pa to te za obljube ja, ampak da smejo vse svoje imeti vzeti sabo, ne za revščino. To ne bi vse sabo zamejo in tisti so prišli tukaj v Milšljavi. Cesar je benediktincem vzil ta samostan in prvi samostan je ta samostan v Neustadtu dal temu redu svetega Jurija, ki so potem imeli po celi Avstriji še druge posestva. Samo 11 njihovi bili. Večji ta red svetega Jurija tukaj ni bil takrat v srednjem veku. In ko so potem Turki prišli, pa tukaj je bil pa samo ta samostan, tukaj je res dobro
potrjen, tudi tukaj niso mogli naši narediti. Ta del so pa zraven naredili, ta del so naredili vitezi svetega Jurija, zato ker so te mejhne celice, mejhne reči, ki so malo večje naredili. Ja, in potem je bil čas reformacije, takrat je kocrkvin več o meni vse pobaril in potem so prišli jezuiti, tukaj sem. Vse, kar so tukaj pri kmetih denarja pobrali do zniki, so vse poslali v Graz in so v Grazu takrat ustanovili univerzo, tisto teološko univerzo, kjer so jezuiti poučvali in ta denar je prišel tukaj iz Mišta. Potem je cesar Jožef II, sin Marije Terezije, vse samostane razpustil, čisto vse. In tukaj v Milštatu je bil potem urad za vsa tista posestva od samostanov, ki so bili potem državna last. In zato je zdaj še tukaj v samostanu ta urad ÖBF, Österreichische Bundespost, to pomeni urad za vse gost, ki je držav, za celo Koroško, tudi še za Solnograda in tudi kar je jezero, kar je bilo prej tudi jezer od samostana. To je še tukaj ostalim, potem je seveda tukaj Farvaš, župnišče in cerkev je parna cerkev od Milštata. Ko je pa tukaj se turizm začel, je pa eden prišel v Milštat, ker si je hotel lepo parcelo kupiti, ker je hotel na vsak način v parlament, na Dunaju. In si mislil, tukaj, ki so že detok Dunajčanov, tukaj se naselil, tukaj bo tudi našo takšno parcelo. Bolj prijan je bil. Poročil je eno vdovo, ki je imela tam gostilno gor,